Herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands Open Beta. Ich habe eben gerade überlegt, ob jetzt Franz vielleicht erst was sagt, aber dann sagt er eben jetzt was. Das mache ich doch nie. Hallo Menschen, wir im sind Hintergrund gab es so viele Generäle. Jetzt quatscht die Figur rein. Irgendein Stabschef kam auf die Idee, $5000 Abfindung für jeden Zentimeter Körpergröße der Generäle anzubieten. Sie konnten selbst bestimmen, wie sie gemessen wurden. Ein General der Air Force fängt an. Hat sie fertig gequatscht? Er ist schlau, also will er sich von Kopf bis Fuß messen lassen. Die Messung ergibt 180 Zentimeter, also erhält er $900000 Abfindung. Dann kommt ein General der Army. Der Typ sagt, er will von der Spitze des rechten Zeigefingers bis zur Spitze des linken Zeigefingers gemessen werden. Sie messen 2 Meter. Der General lächelt und kassiert $1.000.000 Abfindung. Die beiden Generäle sind richtig zufrieden mit sich. Die erzählen hier einen total langen Witz irgendwie. Und nach ein paar Minuten tritt er vor. Er sagt, ihr Wichser messt mich von meiner Schwanzspitze bis zum Rand meiner Eier. Mann, Marinegeneräle sind pervers. Die Männer, die messen sollen, sind verwirrt. Sir, haben Sie verstanden, wie das hier funktioniert? Tu's einfach, Penner. Faucht der General und lässt die Hose. Die beiden Männer nehmen ihr Maßband und alle zusammen legen los. Sie fangen an der Schwanzspitze an, sehen dann aber, dass Kannst der General das gar keine Eier hat. Überraschung. Das macht er bei mir irgendwie nicht. Doch, jetzt. Liegen noch in Vietnam. Also es geht sofort mit Peniswitzen los in dem Spiel. Okay. Warte mal, ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen leiser drehen bei mir. Insgesamt. Lass mal so auf 80. Zack. Oink, oink. Das Auto hüpft total süß. Nee, ist immer noch ganz schön laut. Warte mal. Entschuldigung. Das muss jetzt hier sein. Dann müssen wir auch auf 75 insgesamt. So, jetzt sag mal kurz was. Guten Tag. Ja, müsste ich nachher nochmal gucken. Aber so oft sind ja nicht so dauerhaft laute Geräusche. So, also, der Unterschied ist, wenn das jetzt alles steht, wir sind jetzt in der Open Beta. Ja. Im Gegensatz zur Closed Beta, die wir ja schon gespielt haben. Damals zu viert, aber jetzt haben uns alle im Stich gelassen, weil uns niemand lieb hat. Dürfen wir aber nicht, wenn uns dir, ne, darf man nicht zu oft sagen, sonst gilt man direkt wieder als schwul und das finden Leute scheinbar nicht gut. Oh, scheiße, am Ende müssen wir bestimmt so ein Wir unterstützen PewDiePie-Video machen. Mach ich jetzt in letzter Zeit. Das möchte ich nicht. Ich fand, das war wirklich ziemlich dämlich, was er gemacht hat. Ja, das darfst du aber nicht laut sagen, weil sonst kommt die ganze PewDiePie-Fangemeinde an und würde dich zerstören. Und darf nämlich. Weil wenn man den nicht zerstört, wenn man den nicht unterstützt, dann zerstört man YouTube. Die Logik verstehe ich nicht, aber sie ist auch egal. Wir haben eine komplett neue Region. Letztes Mal konnten wir schon nach Itaqua und jetzt können wir noch nach Montoyo. Und das wird ganz toll, weil da kann man mit dem Hubschrauber über einen riesengroßen See fliegen und da fliegen dann die Pelikane los. Und das ist fantastisch. Also, und da gibt es einen Panzer. Soll ich mal die Drohne rausholen? Dann kann ich hier mal ein bisschen... Ich möchte nicht, dass du die Drohne rausholst. Aber komm mal bitte hier hin. Ich muss dir und den Leuten unbedingt das Wichtigste zeigen, was ich rausgefunden habe. Warte mal, ich komme mit meiner Drohne. Drohne erstmal rum. Ja, dann guck mich mal an. Ja, warte. Du siehst, ne? Ich schleiche hier lang, ne? Kannst du mal... Schleich. Ja, okay. Ja. So, ich schleiche hier lang. Jetzt kletter ich übers Auto. Und... Oh, er bleibt in der Position. Sehr gut. Sie haben es gerafft. Sehr gut. Jetzt müssen sie bloß noch die Hubschraubersteuerung anpassen und dann wird alles gut. Aber ich finde es ja super, wenn solche Sachen schon mal passieren. Also wenn einfach da tatsächlich aus sowas wie dieser Closed Beta, die ja dann auch trotzdem so ein bisschen eine Werbebeta auch war, dass Verbesserungsvorschläge übernommen und umgesetzt werden. Finde ich gut. Genau, Performance ist deutlich besser geworden. Also auch echt bei mir. Krass besser. Warte, ich hole mal die Drohne raus und scanne den mal. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten, das kann ich leider nichts machen. Ach, das geht ja jetzt gar nicht. Ich kann ja gar keinen... Warte mal. Ich kann ja gar keinen markieren, weil ich gar keine Anzeigen für sowas habe. Ist das nicht vielleicht zu viel? Jetzt überlege ich gerade, ob das vielleicht ein bisschen zu hart ist, zu hardcore. Aber, ach mein Gott, warum nicht? Also ich habe jetzt wirklich mal auch das nicht an. Kann ich denn für dich Gegner markieren? Ich gucke dir gerade zu. Du? Ich habe den... Ja, ich glaube schon. Weil ich sehe nicht, ob ich jemanden markiert habe oder nicht. Warte mal, du kannst ihn jetzt mal... Ich bringe ihn dir mal. Ja. Guck mal, ist er markiert? Naja, ich habe ja keine Anzeige.
Aber guck dir bitte mal, guck dir mal seine Tattoos an. Ich habe sie ja, schon bewundert. Ja, ganz schön schick. Das Charakterdesign ist echt cool und vor allem die Socken unten. Also der sieht ja echt aus wie so ein cooler Gangsterboy. Und der stand eben und hat auch geraucht. Das ist aber und nicht cool. Hast du seine cool. hübschen Gesichtstattoos gesehen? Das ist nicht cool rauchen. Sehr ungesund. Nein, auf jeden Fall nicht. So, guck mal, der geht jetzt hier schlafen. Ach, wie cool das ist, dass das einfach besser läuft. Ich dachte, du legst ihn da runter. Nee, naja. Wollte ich, ging nicht. Wolltest du, ging nicht. So ist das im Leben manchmal. Dann ich kann sagen, ihn aber nicht tragen schön übrigens. Ne? Man Hä? Konnte doch mal Leute tragen, oder? Ich hätte auch gedacht, dass man die wegtragen konnte. Aber vielleicht war das ein anderes Spiel. Ich kann den nicht tragen. Nee. Also der ist jetzt übrigens, der ist jetzt auch nur ohnmächtig. Den darfst du jetzt übrigens auch nicht erschießen. Ja, das gibt ja, Ärger. Das gibt Ärger. Ich muss so ganz kurz ein bisschen auf den Chat eingehen. Ich weiß, das mögen die klassischen Let's Play-Leute nicht, aber es hat tatsächlich gerade jemand im Chat geschrieben. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Der Neckreck hat geschrieben, was würde denn passieren, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich wirklich schwul bin und den Fritz süß finde? Kein Scherz. Ist ja nicht schlimm. Dann würde wahrscheinlich dann herzlich willkommen in einer überschaubaren Gruppe von Menschen. Und man will ja gerne mal in exklusiven Clubs sein. Das wäre einer. Das ist ihre Chance. Oh, schau mal, was da oben tänzelt einer. Ach, schau mal. Ah, das ist ja cool. Der spielt Fußball. Das ist ja cool. Voll ich cool. Das auch klar. Und? Also ich finde, das Spiel hat echt viel, viel zum Besseren noch. Also es wirkt irgendwie alles cool. Wollen wir jetzt wieder so einen geilen Doppelabschluss? Hier oben, ich wollte gerade sagen, hier oben sind drei Leute. Meine Figur hat das auch gerade gesagt, dass hier drei Leute sind. Ich hole meine Kamera wieder rein. Ja, es sind zwei, die hier direkt Ärger machen, glaube ich. Oh nein, ich habe gedroht aus Versehen. So. Also ihr wisst ja, wie gut Fritz und ich und sowas sind. Also, ich habe halt noch kein Fernrohr, ne? Also nimm okay. du doch bitte den, der Fußball spielt. Ja. Weil du hast ein Fernrohr, ich habe noch nichts in die Richtung und ich würde den anderen nehmen. Ja. Mal, warte mal, das ist Q. Wie konnte man jetzt nochmal sagen, wer wen nimmt? Also dann nehme ich die 1 und das du... Das spielt für mich keine Rolle. Wir müssen das alles audiotechnisch machen, weil ich habe keine Anzeigen. Ach krass, du bist ja drauf. Okay, dann könnt ihr bei Scheiße, jetzt ist hier Hector tatsächlich unserem Spiel beigetreten. Ich wollte das gar nicht. Warte mal, ich guck mal, geil. Ob ich den wieder rausschmeißen kann. Es tut mir leid, Hector. Wie geht das wohl? Die Lobby, warte mal. Siegt sie doch einfach im Football. Ich werf den jetzt raus. Es tut mir total leid für ihn. Das tut mir echt leid. Wollte ich gar nicht. Wie stoppe ich denn die... Er erzählt auch irgendwas. Er ist da irgendwie im Chat drin. So, ich habe ihn jetzt. Er müsste ja gleich rausgeworfen werden. Es tut mir total leid, Hector. Wie schalte ich ihn um? Öffentliche Suche abbrechen. So, hier. Trupp Privatsphäre. Offen für Freunde. Nur auf Einladung. Zack, zurück. Tut mir echt leid. Entschuldigung. So, wenn du im Spiel jetzt wieder bist, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Wenn du zoomst mit der rechten Maustaste, ne? Okay, dann würden wir. Schalt mal, Hector ist immer noch da. Aber ich glaube, der haut gleich ab. So, was? Er spricht doch mal. Oh. Scheiße. Oh, Hector steht neben uns und er schießt alle Leute. So viel zu unserem Stealth-Vorgang. Und ich versuch, warte mal. Ich warte mal. Ich bin gefragt worden, ob ich einverstanden bin. Wie mache ich ja, das? Ja, genau. Geh mal auch ins, drück mal auch M, geh in die Lobby und dann kannst du auch auf ihn raufklicken und quasi rauswerfen. Weil ich habe gesagt, ob wir ihn rauswerfen sollen und jetzt wirst du noch gefragt. Und uns ist noch jemand, uns hat noch jemand gefragt. Unsere Gruppe ist irgendwie auf. Kannst du die irgendwie zumachen? Ich habe die geschlossen. Ich habe die schon geschlossen. Pass auf. Also ich habe schon Rauswurf gedrückt. Ja, ich habe den jetzt auch angefordert. Ich konnte da nichts sagen. Entschuldigung, dass wir jetzt hier im Menü rumdengeln, aber... So. Nee, fuck. Ich habe falsch gedrückt. Abstimmung gescheitert. Ach, fuck. Entschuldigung. Aber wir sind so doof. Andererseits, naja, mein Gott, dann sehen wir halt ja. Ich frage nochmal wegen dem Hauswerfen so und jetzt kriegst du nochmal die Anfrage. Wir sind so blöd, ey. Aber naja, dann haben wir das zumindest alles mal gesehen. Und, wo kann ich das? Ich kann nicht rauswerfen. Geh mal M. Drück mal M und dann kommst du in die Lobby. Ja. Und dann drück mal Tab. Dann kriegst du so eine Ansicht über die, die Meldungen. Und da ist das Oberste. Ach, da. Enter. Enter ist... Es verbleibt im Trupp. Oh Mann, dann mach's nochmal, sorry, das ist ja mega ätzend geregelt, ey. Ja, ich hab nämlich auch aus Reflex Enter gedrückt und das ist falsch. Pass auf, warte mal. Boah, wir hatten eben mal kurz 85 Zuschauer, jetzt sind wir bei 77 wegen der Nummer. Ja, ich weiß. Mann. Egal, wir kommen da schon noch rein. Ja, es ist schlimm, ich weiß. So, jetzt habe ich nochmal die Anfrage raus. Also, C. Schneider möchte Hector rauswerfen, einverstanden, ja oder nein? Jetzt ist er entfernt. Okay. Okay, jetzt ist der Trupp auch zu, oder was?
Ja, ne? Der Trupp müsste zu sein. Warte mal, ist hier okay. noch irgendwie? Ja, der Trupp ist zu. Oh Mann, es tut mir leid, dass das so ein Schwachsinn jetzt war. Ich bin nicht hier richtig bei den übelsten Pro-Skills auf jeden Fall. Also wer uns bei Sniper gesehen hat, der weiß, das wird hier nur noch alles besser. Vor allem wissen die Leute, die uns bei Sniper gesehen haben, dass wir vor allem auch Spiele anders spielen können, als die Entwickler sich das vielleicht gedacht haben. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Was zum Teufel? Was denn? Wird das mit den Markierungen? Ich dachte ehrlich gesagt, dass das mit dem also dass solche Sachen wenigstens auf der Map angezeigt werden. Jetzt wird's auch angezeigt. Du musst es einmal gesehen haben mit der Drohne oder länger angeguckt haben, dann. Und dann geht's, ja. Hier darfst du übrigens nicht reingehen, das möchte ich nicht. Das ich möchte nicht, dass du das siehst, was hier drin ist. Wo bist du denn? Hier haben Leute halt mega hässliche Mützen auf. Und sie sind leider alle tot. Tatsächlich sehe ich ja, wie gesagt, ich sehe deine Anzeige nicht. Also ich kann dich nur auf dem. Oh, sie sind tatsächlich alle tot. Ich sehe dich wirklich nur auf der Map. Okay. Weißt du übrigens, ich habe gestern mit Daniel The Division gespielt und da waren wir dann in der russischen Botschaft und da war wieder das Thema Irrsinn, Detailirrsinn Ubisoft und da waren Matroschka-Figuren. Warte mal, jetzt kommt eine Ansage. Hier ist bestimmt schon einer. Wer weiß das schon? Bowman spielt immer mit verdeckten Karten. Glaubst du, dass Bowman keine Operators mehr hat? Meinst du, die Activity ist nur ein Haufen Schreibtischtäter? Die ballern vielleicht nicht um sich, aber irgendwer ist hier draußen. Ach, aber was übrigens immer noch ist, wenn du eine Kiste öffnest, danach steht er wieder. Also beim über einen Vorsprung oder so springen, da bleibt er geduckt, aber bei einer Kiste bleibt er stehen. Okay, wir müssen jetzt ganz kurz, ich möchte uns jetzt mal die Aufgabe setzen. Übrigens, im Chat macht man sich über, Michi ist da, ein Kumpel von mir aus dem echten Leben, der meinte auch, weil jemand spielt man einmal mit Profis. Da, und der meinte, so geht's ihm immer, wenn er mit mir Shadowrun spielt. Mit dem spiele ich Pen Paper Rollenspiel. da ist ja, irgendwo einer, meine KI hat irgendwas gerade gesagt, dass hier irgendwo einer ist. Ich schicke mal meine Drohne raus, Sekunde. Ich leg mich mal hin. Warte mal, lass mich ganz kurz noch die Matroschka-Geschichte zu Ende erzählen, damit wir nicht tausendmal durchwechseln. Und zwar waren wir in der russischen Botschaft. Nee, ja, jetzt erzähle ich die erst. Sekunde. Ja, okay. So, pass auf. Und dann waren wir in der russischen Botschaft und da gibt es so kleine Matroschka-Figuren. Und ich habe einfach mal aus Jux und Dallerei drauf geschossen, weil ich wissen wollte, ob da noch eine drin ist. Und tatsächlich, die haben wirklich das so gebaut, dass da drei Matroschka-Figuren noch drin sind, die man jeweils mit einem Schuss dann immer wegschießen kann. Das ist so krass. Also, was Ubisoft immer einen Wahnsinn macht bei ihren, ja, mit ihren Details von Spielen, von der Spielwelt und so. Das ist einfach Wahnsinn. Also hier vorne am Zelt ist noch einer. Ja, das ist der, den wir verhören müssen. Ach, du hast keine Icons, ne? Ich habe keinerlei Icons. Ja, das ist der Typ, das wollte ich nämlich gerade sagen, damit du nicht da jetzt aus Versehen hingehst. Das ist unser Ziel, den müssen wir verhören. Ich habe aber eben die Mission ja schon gespielt und wir haben die letztes Mal auch schon gespielt. Wenn der mitkriegt, dass wir hier sind, dann rennt der weg und löst Alarm aus. Wir müssen den jetzt einfach leise packen und verhören, weil der sagt uns dann ja das nächste Ziel. Okay. Also ich bin jetzt hier auch schon neben dem Zelt. Der müsste jetzt... Ich gebe dir mal Oversight. Ich nehme mal Oversight-Situation an. Okay. Ach nee, warte mal. Scheiße, das war falsch. Okay, ich hab ihn nicht. Wenn man auf ihn zielt, dann ergibt er sich, ne? Also wenn man ihn mit einer Waffe bedroht, dann gibt er auf. Ich habe auch die falsche Taste für Entdeckung gehen gedrückt. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Adolio-Farm. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute. Leute wie wir, was meint er damit? Amaru ist ein alter Mann, also, der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger. Cool, wir haben das tatsächlich leise gelöst, obwohl kurz ein Fremder da war. Der wild rumrandet. Und ich, der da oben, statt in Deckung zu gehen, rübergeklettert ist. Es steht zu viel auf dem Spiel, los geht's. Genau. Da muss man sich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, dass das ja kein aktives Deckungssystem hat, in dem Sinne, dass man eine Taste drücken muss, um in Deckung zu gehen, sondern er geht ja einfach in Deckung. Weil bei The Division musst du ja eine Taste drücken. Und hier gehst du dann mit Leertaste oder so, springst du quasi schon rüber. Ich versuche mal, den hier leise auszuschalten. Das Kartell wartet nicht, bis wir einmal alles aufgespürt und gerettet haben. Ich greif den mal. Der stand hier in dem Turm. Ah, ich kann den mal nicht hören. Drei unten. Warte mal. Ich höre hier nur, wie du die Leute verdrischt. Hat deine Spielfigur eben auch, oder hast du gehört, was meine Spielfigur zu dem Typen gesagt hat? Nee. Der hat den verhört. Ach so, doch, gesagt, das habe ich, genau, das war ja quasi Story-Dialog, den habe ich gehört.
Genau, da hat er gesagt, wenn du nicht parierst, quasi schieße ich dir die Scheiße aus dem Bauch. Ja. Wer sagt dir, wer spricht denn so? Vorsicht, da sind drei Typen, ne? Siehst zumal ja die Scheiße nicht im Bauch ist. Also er ist auch schlecht informiert. Ja, also der Darm ist ja schon im Bauch. Ja, aber also der Bauch ist doch da drüber. Darm ist doch was Eigenes. Ach so, meinst du? Ja gut, aber jetzt physisch, wo wäre der denn dann? Der hat das schon der Bauch von außen gesehen. Also, ja, ist schon komisch. Auf jeden Fall unterhalten sich die Menschen im Chat gerade darüber. Das ist doch ein bisschen weiter drunten. Und ich fand's sehr schön. Jemand hat geschrieben, hier versammeln sich alle, die unvorhergesehene Let's Plays lieben. Dann schrieb jemand anders, ich bin wegen Franz Charme und gutem Aussehen hier. Nee, schau, Charme und Humor. Das war freundlicher Verleser. Und Fritz Frivolitäten oder Obszönitäten. So, siehst du die drei Typen? Ja, und ich bin ein bisschen unsicher, ob der hier vorne tatsächlich einer... Oh, vier sind es übrigens. Ja, sind das hier vorne? Achso, die stehen so nah beieinander, dass auf der Karte mir zwei angezeigt wird. Okay. Ja, es sind zwei. Wo bist denn du? Du bist schon eine Etage tiefer, oder? Du bist schon ganz unten. Ich liege hier neben dir. Gucken wir nach rechts. Hallo. Ach da, okay, alles klar. Ich muss da näher ran, weil ich kann leider nicht so weit ohne Zielfernrohr vernünftig schießen. Okay, dann gehen wir da mal näher ran. Ich versuche ein bisschen runter zu schleichen. Also wie cool das ist, dass das jetzt flüssig läuft. Das ist echt geil. Und ich weiß inzwischen auch ein bisschen besser, wie die Steuerung geht. Ja, wir müssen... Warte mal, den hier könnte ich kaum ausschalten. So, der hatte nämlich gerade keine Buddies dabei. Das war, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlecht. Hey, der Dauserino. Jetzt sind hier vorne halt drei. Genau. Der eine geht aber gleich weg. Der eine geht vielleicht diesen Weg darunter. Dieser Weg wird kein leichter sein? Nein, nee, der kommt nach hier vorne. Oh ja, wenn der hier runter geht und die den nicht sehen, dann könnten wir den jetzt kurz ausschalten. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht doch so weit gucken können, weil wie gesagt, auf diesem hohen Schwierigkeitsgrad, wir wissen nicht... Hat er dich gesehen? Nee, wir wissen nicht, wie weit die Sichtweiten reichen von den Figuren. Aber weißt du was, probier es doch mal aus. Probier den doch mal wegzuschießen. Oder jetzt, dass er umfällt. Ja, naja, nee, jetzt geht er wieder extrem nah. Ich bin auch gerade eingeklemmt. Der geht jetzt auch relativ weit weg. Nee, der geht doch wieder zurück zu den dreien. Ja, aber der geht, glaube ich, der läuft an denen vorbei, oder nicht? Ja, das kann sein, tatsächlich. So, ja. Dann kannst du den linken rausnehmen, dann nehme ich den rechten raus und dann nehme ich den anderen raus. Was? Okay. Zählst du runter? Ja, bei 1 schießen wir dann, oder? Ja. 3, 2. Einer Weg gehört zurück. Der Tango könnte dich sehen. Ich habe beim ersten Schuss daneben geschossen, aber es hat dann beim zweiten Anlauf funktioniert. Aber ich habe tatsächlich nur hier, ich habe keine Zieloptik drauf, ich habe nur Kim und Korn. Das, nach der Mission kriegst du den ersten Schissel, wenn wir den Typen was von dem Bauernhof geholt haben. Schissel mit Nizzle? Schissel mit Nizzle, also reden die coolen YouTube-Kids von uns. Ich bin jetzt auch mal, ich mache jetzt hier mal ein bisschen mehr von diesen auch Ressourcen einsammeln, weil ich habe die leider alle schon. Das ja jetzt tatsächlich auch vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Ja, wir müssen uns dann immer überlegen, wie wir skillen wollen. Ne? Letztes Mal hatte ja zum Beispiel der Phil, der dabei war, der hatte ja die Drohne gelevelt. Ich schau mal ganz kurz in meine Fertigkeiten rein, welche ich überhaupt verfügbar habe. Und ich kann jede Menge schon mir besorgen. Wiederbelebung, extra Simultanschuss. Das ist für KI. Ich mach mal stabileres Zielen. Das ist, glaube ich, eine ganz nützliche Startfähigkeit. Und die Drohne, kann ich da noch irgendwie was machen? Nö, jetzt reicht es erstmal nicht von den Ressourcen für irgendwelche Ausdauer ist nicht Upgrades. Schlecht. Wie letztes Mal sollten wir übrigens, ich hab schon so einen Konvoi überfallen, deswegen kann ich das, aber das erste, was ich kaufe, das war letztes Mal nämlich auch nicht doof, der Fallschirm, den hat man nämlich standardmäßig nicht. Genau, das haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Ich hole mal auch die Intelligence, den Intelligence Report. Ist hier noch Zeug drin? Achso, das ist bloß ein Munition aufnehmen. Naja, können wir ja mitnehmen. Okay, also wir können... Oh, ich find's geil. Ich bin irgendwie total geil drauf gerade. Ich hole mir, glaube ich, noch stabiles Zielen, weil ich mein Scharfschützengewehr irgendwie cool finde. Ich mag das hier mal ausnahmsweise so ein bisschen präzise zu spielen. Ja, ich weiß, passt nicht zu mir. 30%, oh cool. Kann ich das auch noch steigern? Ah nee, da fehlt mir ein Rang. Ja, warte mal, ich krieg gerade eine Audiodatei. Okay. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Ja, ist schon nicht, sie haben ihn beschützt. Sie, das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt göttlichen Zorn über Kulta und
löscht es vom Antlitz der Welt. Ich fahre. Claro, al rato. So, da war eine kleine Audiodatei. Ja, okay. Ich mal eingesammelt. Ich dachte, wir können mal, ich dachte, wir nehmen jetzt mal Mopeds, weil das geht sonst immer nicht, weil man ja zu viele Leute sind. Ja, ja, ja. Wo wollen wir denn, ich schau mal ganz kurz auf die Karte, wo wir hinwollen. Also wir... wo ist Captain 123? Oh, Verzeihung. Ja, der ist nicht dabei. Der kann nicht. Wie sieht's denn aus? Sollen wir sofort mit der Story weiter oder sollen wir ein bisschen gucken, was so zum Beispiel unbekannte Orte sind? Einfach mal ein bisschen... uns umschauen. Musst du nicht, du müsstest jetzt die, mach mal die nächste Mission, die ist direkt um die Ecke und dann kriegst du deine erste Visierung und so und dann sind wir auf dem gleichen Niveau. Achso, du meinst die nächste, richtig, die nächste Story-Mission, jetzt kommt hier an. Ja, dann retten wir jetzt diesen Typen aus diesem Lager, das ist schon okay. Das Kartell hat einen Rebellen. Übrigens, wenn du sagst, Captain 123, der kann nicht. Ne? Um deinen großen Philosophen Ben Stromberg zu zitieren. Kann nicht, wohnt ja meistens auch in der Wenigstraße. Und der Mann gibt ihm eine Wegbeschreibung. Das endet nicht mit Banjo-Musik, oder? Lass mich einfach erzählen, auch noch, okay? Yassi und Jan, das gefragt, die waren beide nicht mit uns. Hör mal, wenn du da ankommst, sieh dich mal nach den beiden Marines um, die vor ein paar Tagen hier waren. Ich glaube, für Fahrzeugsteuerung gehe ich auch aufs Gamepad. Der Ranger sagt, okay, ja, das würde mich auch total interessieren, weil ich habe mit dem Hubschrauber rumgedoktert und ich finde den richtig scheiße. Ich habe in der Close Beta noch ein bisschen geübt und ein bisschen mehr verstanden, wie die Idee dahinter ist. Ob ich begeistert davon bin, steht auf einem anderen Blatt. Der Ranger sieht wie ein Alligator. Sehr cool, wenn du, das ist das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr Moped fahre, wenn du die Handbremse beim Motorrad benutzt, die es nun mal ja nicht gibt, dann, das ist das ein Crossbow, dann stellt er das Bein raus, das ist ganz geil. Der hier hat auch keine Stiefel an. Rutschst du so um die Kurve, das ist ganz cool. Hier, das hier sieht mehr nach einer Stelle aus, wo man mal einfach mal G drücken könnte, während man im Auto sitzt. Ja, man muss mal da kurz, um diese Kurve musst du noch warten. Das haben die Leute übrigens jetzt auch schon dreimal gefragt. Hier war das, ne? Ja. Schau mal, siehst du? Und hier wird gebetet. Hier, da liegen unsere vier Leichen. Gebetet. Oh, liegen ist auch. Der sieht ja wirklich aus wie ich, der da hängt. Der zweite von links. Da ist auch gleich eine Versorgungskiste. Oh. Kinder, macht euch keine Sorgen. Wir plündern nur ganz kurz hier euren Schrein. Geht gleich weiter. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Wir sind. Lassen Sie sich gleich. Es gibt nichts zu sehen. Es gibt nichts zu sehen. Die Bekloppten sind gleich wieder weg. Ich war jetzt hier immer ein bisschen Offroad! Ist schon ein bisschen krass, wie viel besser die Performance ist, ne? Also ja, das war ja jetzt wirklich nicht lange her. Und ich habe noch nicht mal den neuesten Treiber drauf. Jetzt habe ich wieder Lust, Moped zu fahren, ne? Wow, das war ein schöner Dreher. Fährst du auch zum Missionsziel, ja, ne? Franz? Ja, sorry, die erzählen gerade was bei mir. Also, es ist, die wollen halt ein bisschen witzig sein auch. Deine hat gerade erzählt, dass, wenn sie stirbt, soll ich ihre Asche in irgendeinem Memorial Park begraben. Okay. Und dann hast du gefragt, was du mit meinen Überresten machen sollst. Und mein Charakter hat gesagt, verbrenn meine Festplatte und wirf sie in einen Fluss und guck nicht, was drauf ist. Guck auf keinen Fall, was drauf ist. Ui, ein Zaun. Ui, schön gehopst. Du Hopser, du. Ja, das ist, da merkt man, Fritz ist lange... Oh, sorry. Fritz ist lange Jahre Motocross gefahren und hat das auch kommentiert. Der kennt alle Fachbegriffe. Ja, das ist der tolle Hopser. Und dann gibt es noch den coolen Hopser. Den Hoppelstopser. Den geilen Hopser. Wir nähern uns der Atoyo Farm. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru, weiß jemand, wie lange das geht? So lange wird, ist Operation Kingslayer gelaufen. Los geht's. Also noch 5 Minuten. Oh, die haben uns schon ganz schön schnell gesehen. Ja, warum? Zurückfallen. Wow. Fahren wir weg? Wow. Achso, zurückfallen im Sinne von... Die haben mich voll erwischt. Ja, ich glaube, auch zurückfallen. Ich glaube, die sehen uns, also die sehen uns deutlich besser. Jetzt habe ich natürlich auch keine Anzeige auch dafür, dass Alarm ausgelöst ist. Wieder. Verdammt, das war knapp. Aua. Was ist das, hast du denn da eingestellt? Krass. Naja, das ist halt der höchste Schwierigkeitsgrad. So, warte. Unsere Folge ist zu Ende übrigens, werde ich gerade darauf hingewiesen. Dann machen wir hier eine Pause und in der nächsten Folge ist hier der erste Kampf, den wir irgendwie auslösen müssen. Und das wird eine Herausforderung werden, denn wir sind hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe keine Bildschirmanzeigen und es fängt an zu regnen, glaube ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gleich, ne?